tut mir leid, Walker. Aber Sie wussten, es würde so enden. Ihre Freunde tot. Die Welt in Flammen. Sie allein. Sie haben versagt. Schwadron, Achtung! Patton Walker, wir sind der Rest der Damned 33rd. Wir ergeben uns, Sir. Dubai gehört Ihnen. Wo ist Conrad? Wo er immer war. Oben. Er erwartet Sie. Bitte, nur herein. Nun, da Sie hier sind, möchte ich Sie etwas fragen. Was dachten Sie, als Sie nach Dubai kamen, als Sie sahen, was ich getan hatte? Hielten Sie es für das Werk eines Irren? Ja, ich dachte, Sie hätten den Verstand verloren. Oder besser gesagt, ich hoffte es. Ja. Das hätte es einfacher gemacht. Aber dieses Glück hatte ich nicht. Sind Sie ganz sicher? Ich versichere Ihnen, ich bin so normal wie Sie, Captain. Wie sehr ich es auch versuchte, ich konnte der Realität hier nicht entkommen. Das war mein Untergang. So, fertig. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Was ist hier los, verdammt? Ihnen gehen zum ersten Mal die Augen auf. Das schmerzt, nicht wahr? Nur zu? Was denken Sie? Das waren Sie? Nein, Sie waren das. 47 Unschuldige starben durch Ihre Befehle. Jemand muss für Ihre Taten büßen, Walker. Wer wird das sein? John? Sind Sie das? Sagen Sie es mir. Ich hab die Spielchen satt, John. Glauben Sie mir, das ist kein Spiel.
Es scheint, die Berichte über mein Überleben waren stark übertrieben. Das ist nicht möglich. Glauben Sie mir, ist es. Wie? Nicht wie. Wieso? Sie sollten nie hierher kommen. Unsere Befehle sind klar. Raus aus der Stadt, Funkspruch ans HQ von außerhalb der Sturmwand. Die schicken die Kavallerie, wir fliegen heim. Was hier geschah, war nicht in meiner Kontrolle. Was das? Nichts wäre geschehen, wenn Sie einfach aufgehört hätten. Aber Sie machten weiter. Und wofür? Wir wollten euch retten. Sie sind kein Retter. Sie haben andere Begabungen. Das ist deine Schuld, verdammt! Hör bloß auf, Lugo! Er wollte es nicht hören! Wir hatten keine Wahl! Er hat uns zu verdammten Killern gemacht! Es ist nicht meine Schuld. Ein Mann muss stark sein, um das Offensichtliche zu leugnen. Und ist die Wahrheit nicht zu leugnen, bastelt man seine eigene. Was zum Teufel ist passiert? Ich weiß nicht, er bewegt sich nicht mehr. Walker, komm zu dir! Ich verstehe. Wir müssen wählen. Die Wahrheit, Walker, ist, dass Sie hier sind, weil Sie sich als was fühlen wollten, was Sie nicht sind. Ein Held. Lugo! Du hast mich sterben lassen! Ich bin hier, weil Sie Ihre Taten nicht akzeptieren können. Das hat Sie zerstört. Colonel? Colonel, bitte! Was ist denn los, Walker? Es ist Conrad. Er hat das alles hier getan. Sie brauchten einen Sündenbock und schoben es auf mich. Einen Toten. Ich weiß, die Wahrheit ist hart, Walker. Aber es ist Zeit. Nur Sie sind übrig. Und wir können nicht für immer weiter lügen. Ich zähle jetzt bis 5, dann drücke ich den Abzug. Sie sind nicht real. Das ist alles in meinem Kopf. Ganz sicher? Vielleicht ja in meinem. 1. Nein. All das. Alles. Das war Ihre Schuld. Wenn Sie das glauben, erschießen Sie mich. 2. Ich wollte niemandem etwas antun. Wer will das schon, Walker? 3. Ein Mann muss stark sein, um das Offensichtliche zu leugnen. Stärker als Sie es waren. Wie Sie meinen, Walker. Was immer jetzt auch kommt, seien Sie nicht zu hart zu sich. Selbst jetzt, nach all dem, können Sie noch nach Hause. Sie glücklicher. Was jetzt, Sir? Hä? Die Männer fragen. Was tun wir jetzt? Wir erfüllen unsere Mission. Und was wäre unsere Mission, Sir? Holen Sie mir ein gottverdammtes Funkgerät. Hier spricht Captain Martin Walker. Er bitte umgehende Evakuierung von Dubai. Überlebende. Einer zu viel. Hier ist Falcon 1. Wir haben ihn gefunden. Captain Walker. Er hat eine Waffe! Schon gut, nicht feuern! Ich verstehe nicht. Was macht er? Sehen Sie seine Augen? Da stimmt was nicht. Captain Walker, wir wollen helfen.
Aber zuerst legen Sie die Waffe weg. Er gehorcht nicht. Kriegskoller, gebt ihm eine Sekunde. Geben Sie mir Ihre Waffe, Captain. Wir wollen Sie nach Hause bringen. Hört er Sie überhaupt? Ruhe! Captain? Nein. Es ist vorbei. Zeit, heimzugehen. Sehen Sie, Captain, wir haben in der ganzen Stadt nach Ihnen gesucht. Wir haben Dinge gesehen, wenn ich Sie fragen darf. Wie war das? Wie haben Sie das überlebt? Wer sagt, ich lebe?